meine Damen und Herren, als letzten Teil der allgemeinen Besprechung der Ströme, der elektrischen Ströme, möchte ich jetzt noch über die Stromleistung sprechen. Eine wichtige Größe, mit der wir in weiterer Folge auch viel zu tun haben werden. Und die natürlich auch in der Praxis sehr wichtig ist, weil bei vielen Geräten steht drauf, wie viel Watt sie haben. Und da möchte man ja dann auch wissen, was das eigentlich bedeutet. Also es geht darum, dass wir einen Leiter betrachten, das ist ja jetzt immer bei den Strömen das Um und Auf, und an die Enden dieses Leiters eine Spannung anlegen. Und ich erinnere Sie gleich daran, wie war denn die Spannung zwischen zwei Punkten in einem elektrischen Feld definiert? Das ist die Arbeit, die von diesem Feld verrichtet wird, wenn sich eine Ladung von dem einen Punkt zu dem anderen bewegt, pro Ladungseinheit. Oder wenn man also das sich so vorstellt, wenn man eine Ladungseinheit von dem einen Punkt zu dem anderen bewegt. Das ist die Spannung, Arbeit pro Ladungseinheit. Und da haben wir auch gleich den Ansatzpunkt für die Stromleistung, weil Leistung ist ja wieder, wenn Sie ein bisschen zurückblättern in Ihren Kenntnissen aus der Mechanik, Leistung ist ja Arbeit pro Zeiteinheit. Also es ist einmal wichtig zu wissen, um welche Arbeiten es sich hier handelt. Und die Arbeit, um die es geht, wenn man da also eine Ladung in einem elektrischen Feld innerhalb des Leiters verschiebt, die Arbeit bei Bewegung von Ladung Q im Leiter, wenn also zwischen den Enden des Leiters eine Spannung U angelegt ist, diese Arbeit nenne ich halt W und das ist nichts anderes als Q mal U, weil eben U als Spannung eben die Arbeit pro Ladungseinheit ist, mit der Ladung multipliziert ist es die Arbeit. Nun, das würde generell einmal bedeuten, wenn man also da so einen Ladungsträger mit Ladung Q in ein solches elektrisches Feld bringt, wo zwischen den beiden Punkten die Spannung U ist, dann wird der einfach beschleunigt. Es wirkt ja ununterbrochen die Kraft auf ihn. Würden also die Elektronen sich da im Vakuum bewegen, dann wären die immer schneller. Und das passiert natürlich auch in manchen Zusammenhängen, aber nicht, wenn sie sich durch einen Festkörper hindurch bewegen. Dennoch möchte ich gleich diese Gelegenheit benutzen, den Begriff eines Elektronenvolts einzuführen. Man verwendet die Einheit ein Elektronenvolt, ein EV, als eine inkohärente Energieeinheit. Ein Elektronenvolt ist einfach diejenige Arbeit, die verrichtet wird, wenn ein Elektron, also eine Elementarladung, längs einer Spannung von einem Volt beschleunigt wird und sie nirgends behindert wird, sondern die wird also voll schneller und hat das dann nachher als kinetische Energie. Ja, und nachdem die Elementarladung sowas wie 1,6 mal 10 der minus 19 ist, 10 der minus 19 Coulomb ist, ja, dann ist eben dieses EV dann eben die Arbeit, die verrichtet wurde, wenn dieses eine Elektron durch eine Spannung von 1 Volt hindurch beschleunigt wurde, dann hat es nachher die kinetische Energie, weil das war ja die kinetische Energie, erinnern Sie sich nur, die Arbeit, die verrichtet werden musste, damit ein Teilchen von ursprünglicher Ruhe auf die Geschwindigkeit beschleunigt wird, die es gerade hat. Diese Arbeit ist dann auch mv² halbe und wird in Joule angegeben. Und das ist daher dann natürlich, wenn man 1 Volt anlegt, 1,6 mal 10 der minus 19 Joule. Nur sehr viel ist es nicht, aber es ist ja auch nur ein Elektron, um das es da hier geht.
Das ist also diese inkohärente Energieeinheit und das ist dann wichtig, wenn man verschiedene geladene Teilchen im Vakuum bei Beschleunigungsanlagen oder so halt beschleunigt. Aber damit schon wieder genug damit, so ist es ja in unserem Fall nicht. Es zeigt sich nämlich, dass die Energien, die kinetischen Energien, die die Elektronen in einem metallischen Festkörper erreichen können, viel geringer sind, weil die nämlich ständig in Wechselwirkung mit den Gitteratomen stehen und die Gitteratome haben thermische Energien und da wird ständig die Energie ausgetauscht. Das heißt, die kinetische Energie, die diese Elektronen erreichen, die selbst, die Elektronen, ist sehr gering, weil praktisch die ganze Energie, die sie aufnehmen aus dem elektrischen Feld, sie gleich als thermische Energie an die Gitteratome abgeben und damit den metallischen Festkörper aufheizen. Nicht? So wie heute bei einer Heizwicklung. Und dementsprechend ist es dann so, dass diese Energie, die die Elektronen aufnehmen, praktisch zur Gänze vom Festkörper als thermische Energie übernommen wird. Elektrische Energie in thermische Energie umgesetzt. Und dann kann man also sofort sich überlegen, wie groß denn da jetzt an diese Energie pro Zeiteinheit ist und man erhält damit die umgesetzte Leistung. P haben wir sie bezeichnet, kommt natürlich auch aus dem Englischen für Power. Das ist dann dW nach dt pro Zeiteinheit umgesetzte Arbeit ist die umgesetzte Leistung. Bei konstanter Spannung natürlich, wir setzen voraus, wir ändern die Spannung, die wir an den Enden des betrachteten Leiters anlegen, nicht. Und dann brauchen wir da nur dW nach dt bilden, U bleibt konstant. So haben wir dann U mal dQ nach dt. Ja, und dQ nach dt ist eben die Ladung, die pro Zeiteinheit durch den Querschnitt des Leiters hindurchtritt und daher ist das U mal I. Also ergibt sich hier gleich, dass die elektrische Leistung, die Stromleistung gleich Spannung mal Strom ist. Und die Einheit der Leistung ist ja schon aus der Mechanik bekannt. Das ist Watt. Und in dem Fall, wenn es hier um elektrische Größen geht und die Spannung in Volt, der Strom in Ampere angegeben wird, kann man auch Volt mal Ampere angeben. Und das ist so ein Stehsatz, nicht Volt mal Ampere ist Watt. Naja, also das ergibt sich aus diesem einfachen Zusammenhang. Man hat also hier das berühmte Joule'sche Gesetz. Naja, und zusammen mit dem Ohmschen Gesetz lässt sich das in zwei unterschiedlichen Weisen aufschreiben. Einmal kann man aufschreiben, was sich für die Leistung ergibt, wenn man dann anschauen will, wie insbesondere die Abhängigkeit vom Strom ist. Dann werden wir das U durch den Strom ersetzen. U ist gleich I mal R laut Ohmschem Gesetz. Und dann haben wir I mal R mal I, ist also I Quadrat mal R. Aber es kann einen auch interessieren, wie die Leistung insbesondere von der Spannung abhängt. Dann schauen wir, dass wir da den Strom wegbringen. I ist gleich U durch R, wieder aus dem Ohmschen Gesetz. So haben wir U mal U durch R ist U Quadrat durch R. Das sind größere Beziehungen, die in der Praxis oft vorkommen. Und man kann daraus auch gleich ablesen, wenn man den Strom konstant hält,
dann wird dann entsprechend die Leistung proportional zum Widerstand sein. Und andererseits, wenn man die Spannung konstant hält, dann wird die umgesetzte Leistung proportional zu 1 durch den Widerstand sein. Das ergibt sich gleich aus diesen ganz einfachen Beziehungen, wo man hier einfach das Ohmsche Gesetz einsetzt. Das ist für Sie inzwischen sicherlich sehr übersichtlich und einfach. An dieser Stelle möchte ich einen Punkt noch erwähnen, der für die Praxis sehr, sehr wichtig ist, nämlich der Aspekt der Hochspannungsfernleitungen. Wer hat sich nicht schon einmal geärgert, wenn man irgendwo in einer wunderbaren Naturlandschaft, in den Bergen, unberührt, so richtig, wie man sich die Welt heute vorstellt, sich befindet oder wie man sie sich wünscht. Nicht? Und dann läuft so eine elende Hochspannungsfernleitung da durch, mit diesen riesen Masten und tollen Isolatoren und so. Und wenn man die Nähe kommt, knistert es manchmal sogar, weil das also 400.000 Volt sind, die da oben dran hängen. Und da kommt man also besser nicht in die Nähe. Warum? Ist das sind da nur die dummen Elektrizitätsgesellschaften schuld, die zu blöd waren, sich bis jetzt was Gescheiteres einfallen zu lassen. Und mit diesen paar einfachen Formeln, die uns da jetzt zur Verfügung stehen, können wir das sehr rasch beantworten. Um das zu machen, möchte ich einmal davon ausgehen, darum geht es ja bei einer Fernleitung, man möchte eine Leistung übertragen von dem Kraftwerk bis zum Verbraucher. Und diese Leistung, das ist ein U mal I. Und es soll eine bestimmte Leistung übertragen werden, irgendwelche Megawatt oder Gigawatt oder so irgendwas, zu einer Stadt. Oder, naja, also das brauche ich Ihnen nicht näher erklären. Diese Leistung, die da übertragen werden soll, die nenne ich also klarerweise P und das ist U mal I. Die Spannung, die an der Leitung liegt und der Strom, der durch sie hindurchfließt. Aber jetzt, wenn da ein Strom durch die Leitung hindurchfließt und wenn die also noch so toll gebaut ist, einen gewissen Innenwiderstand hat sie. Es hat natürlich Überlegungen gegeben, supraleitende Leitungen zu verwenden. Die haben dann praktisch keinen Widerstand. Aber dummerweise ist es einem bis heute nicht gelungen, Materialien zu finden, die bei einer einigermaßen vertretbaren Temperatur noch supraleitend sind. Und wenn man dann die Leitung ständig auf minus 150 Grad halten muss, ist das auch nicht ökonomisch. Es geht ja darum, dass man sich was erspart. Nicht? Und wenn man also zuerst so riesig viel reinstecken muss, um die ganze Leitung kalt zu halten, dann ist die ganze Ersparnis wieder weg. Also das ist bis heute jedenfalls noch in weiter Ferne. Mag schon sein, dass das einmal besser ist. Sie sehen ja die nächste Physikergeneration. Sie sind auch mit daran beteiligt, Dinge zu verbessern. Und das werden Sie auch sicher tun. Also, jetzt ist es jedenfalls so, dass wir da natürlich einen Leitungsverlust haben werden in dieser Leitung. Und wenn also in der Leitung ein Strom fließt, das muss er ja wohl, das ist der Strom, der da ja auch drinnen steht, dann wird man sich diesen Leitungsverlust mit der oberen Gleichung da, wenn R der Leitungswiderstand ist, ausrechnen können als I Quadrat mal den Widerstand der Leitung. Und worum es jetzt ankommt, ist es nicht, wie viel ist das Delta P, sondern wie viel ist der relative Verlust. Das Delta P durch P ist wichtig. Denn wenn ich wo Gigawatt hintransportiere und ich verliere 100 Watt, dann hört sich das noch viel an, ist aber in Wirklichkeit gar nichts. Also es geht um den relativen Verlust. Und wir können uns also jetzt damit das Delta P durch die umgesetzte Leistung, die letztlich ja transportiert werden soll, durchdividieren. Naja, das Delta P, das ist also I Quadrat mal R Leitung durch U mal I. Na, da fällt einmal da hier
dieses U mal I weg und jetzt, also das I fällt weg und jetzt können wir das noch so umformen, dass wir da wieder oben und unten mit U erweitern und haben dann hier stehen, das U mal I, das ist wieder die Leistung P, P mal R, Leitung durch U Quadrat. Jetzt werden Sie denken, das ist ja blöd, da unten steht P, da oben steht P. Aber worum es geht, ist, es soll ja eine bestimmte vorausgegebene Nennleistung übertragen werden. Und so dass dieses P also in dieser Beziehung eine konstante Größe ist, eine vorgegebene. Man weiß ja, wie viel Mega oder Gigawatt dieses Kraftwerk hat. Und das U-Quadrat, na, das ist es jetzt, was man verfügbar hat, um etwas zu variieren. Weil an dem Leitungswiderstand, den kann man zwar möglichst dick machen, diese Kabeln, aber zu dick auch wieder nicht, sonst zu viel Kupfer und zu schwer reißt. Und es gibt also die verschiedensten Einschränkungen, die man halt nicht verhindern kann. Das heißt, diese Erleitung ist ja im Wesentlichen vorgegeben. Das heißt, das Einzige, wo man wirklich drehen kann, ist dieses U-Quadrat. Und wenn man Gleichstromkreise hat, kann man da auch nicht viel machen, weil mit so einer Batterie oder sowas kann man da schon erreichen. Aber bei Wechselstromkreisen kann man durch Transformatoren die Spannungen toll hinaufsetzen. Gleich um einen Faktor 1000. Also wenn wir da zum Beispiel im Drehstromkreis so, wie gesagt, unten bei der Wasserpumpe im Keller oder so, 400 Volt haben auf zwischen zwei Phasen, dann ist es in den Hochspannungsleitungen 400.000 Volt. Ja, dafür müssen sie aber auch weit weg sein, weil das ist natürlich eine gefährliche Geschichte. Aber jetzt stellen Sie sich vor, wenn jetzt die Spannung vertausendfacht wird, dann wird der relative Verlust, da steht noch einmal U-Quadrat unten, um einen Faktor 10 der Sechsten geringer. Ja, daran kann man nicht vorbeigehen. Also wenn man das nicht machen würde, dann täte man mit so normalen Leitungen, die man so schön eingraben kann oder so, die ganze Umwelt heizen und unglaublich viel Energie verlieren und damit also das ist extrem ungünstig, sowohl ökonomisch als auch umweltpolitisch und so weiter. Man muss heilfroh sein, dass man also durch dieses Hochspannen, was man mit Transformationsanlagen, also Transformatoren, Umspannwerken eben macht, eins steht beim Kraftwerk und dann kommen die Riesenleitungen heraus und dann gibt es also in der Nähe des Verbrauchers wieder ein anderes Umspannwerk, das steht irgendwo, wo es möglichst keinen stört und dann geht es also wieder runter und von dort wird es nur mehr lokal verteilt. Nicht? Und das ist natürlich ein Faktor 10 der Sechsten geringerer relativer Verlust, das kann man nicht vermeiden. Und da muss man halt bis heute ohne Murren sozusagen diese grauslichen Hochspannungsleitungen in Kauf nehmen, damit man diesen Faktor 10 der Sechsten nicht verkauft. Nicht? Natürlich, man könnte sagen, da soll man doch halt die Leitungen mit den 400 Kilovolt auch unterirdisch legen. Naja, also, ob sie das verantworten würden wollen. Bitte? Die Russen haben 60 kW Leitungen mit Öl isoliert im Untergrund. Ja. Also, ich habe keine Detailinformationen darüber, wie das in verschiedenen Ländern gemacht wird und welche Sicherheitsstandards dort dann auch berücksichtigt werden. Ich will mich aber nicht dazu äußern, weil die Kamera läuft. Aber jedenfalls, ich will wirklich nichts Böses sagen, weil ich nichts weiß darüber. Aber jedenfalls aus heutiger Sicht sind sich alle scheinbar einig darüber, dass das irgendwie jetzt nicht anders geht. Und daher ist es halt so. Wir können alle weniger Energie verbrauchen, aber das ist ein großes Thema. Das wollen wir jetzt nicht weiter besprechen. Das steht auf einem anderen Blatt. Also so viel wollte ich Ihnen zur Stromleistung sagen. Und ich meine, dass dieser Aspekt schon auch sehr wichtig ist, dass man sich den klar macht. Und schauen Sie, wie einfach das argumentieren war. Das kann man eigentlich einem jeden klar machen, der weiß, was die Stromleistung ist und das ganze Gesetz. Mehr braucht man dazu gar nicht. Ich hätte eine ganz kurze Frage, und zwar diese 230 Volt, die was wir aus der Steckdose rausbringen,
diese Spannung, von wo wird die gemessen? Von letzten Transformator zu uns, oder? Die Frage ist, was sind diese 230 Volt, die bei uns an den Klemmern der Steckdose sind? Ja, das ist die Spannung, die sich beim Wiederheruntertransformieren bei den Umspannwerken vor Ort dann ergibt. Und der Spannungsabfall längs der Zuleitungen, der ist eben klein genug, dass das keine große Rolle spielt. Aber was also konkret die Sache mit dem Drehstrom, mit den 400 Volt und 230 Volt und so weiter betrifft, das verschieben wir, wenn wir über elektrische Schwingungen sprechen. Dann werden wir detaillierter und umfassend über den Wechselstrom sprechen. Da fehlt aber noch einiges. Das müssen wir uns erst erarbeiten. Das, was ich jetzt mit Ihnen heute noch weiter besprechen möchte, ist, ich möchte anfangen, mit Ihnen über die Leitungsmechanismen zu sprechen. Das ist ein großes Thema. Und da könnte man mehrere Vorlesungen damit füllen. Eine zweistündige Vorlesung über die Leitungen festkörpern, eine weitere zweistündige Vorlesung über die Flüssigkeiten und noch eine über die Gase, wenn man das ganz genau in der Reihe. Also das wollen wir natürlich hier nicht. Sondern ich kann Ihnen nur so einige Details erzählen, wo ich meine, dass es ganz gut ist, wenn Sie jetzt bereits gehört haben. Aber Sie werden, was diese materialbezogenen Eigenschaften der Leitungsmechanismen betrifft, im weiteren Verlauf Ihres Studiums noch viel andere Informationen erhalten. Wir werden die Diskussion hier nach Aggregatzuständen ordnen. Also zuerst sprechen wir über die Stromleitung im Festkörper und da wieder speziell entweder in metallischen Leitern oder in Isolatoren. Da gibt es auch noch vielerlei andere Zwischentöne sozusagen. Das werden wir nicht in Detail besprechen. Also wenn Ihnen da noch alle möglichen sonstigen Details einfallen und Sie wollen die zum Besten geben, dann tun Sie es. Aber wir werden es deswegen trotzdem nicht detaillierter besprechen, weil das ufert so gut aus. Und das kann und will ich aus Zeitgründen nicht machen. Und dann das nächste ist die Heizung. Und dann kommen die Flüssigkeiten, die Elektrolyte, das Ablagern von Material an Elektroden, die Batterien, der heute gesagt hat, es kommt morgen und dann ist Ostern. Und nach Ostern werden wir dann noch die Gase behandeln und die Plasmen, auch was Spannendes. Und da gibt es also bei allen diesen Dingen Experimente, heute stehen schon ein paar da für den Festkörper, morgen kommen dann noch Flüssigkeiten dran. Und nach Ostern dann, damit sie auch alle wieder einen Grund haben herzukommen, nach den zwei Wochen, ne, kommt dann gleich am Montag eine Besprechung der Stromleitung mit Gasen. Damit sind wir aber dann mit den Strömen fertig und dann sind wir endlich bereit dazu, über Magnetfelder zu sprechen. Weil das ist ja bis jetzt alle noch nicht vorgekommen. Das ist eh schon cool. Reden wir so viel schon über Elektrodynamik praktisch und sind auch über die elektrischen Felder noch nicht hinausgekommen. Also nachdem man sich bei den Strömen einigermaßen auskennt, ist man dann bereit für die Magnetfelder. Also jetzt die Festkörper. Das, was uns interessiert, sind also in erster Linie elektronische Leiter. Also solche Körper, wo die Stromleitung durch die Bewegung von Elektronen erfolgt. Bei den Flüssigkeiten sind es dann Ionenleiter. Da driften so die Ionen durch den Elektrolyten durch. Und bei den Gasen kann es alles möglich sein. Natürlich kommen ja noch nicht. Also elektronische Leiter. Und da wollen wir zunächst einmal einige Eigenschaften so mehr oder weniger empirisch besprechen. Wir hatten es schon einmal kurz angesprochen. Es wird bei metallischen Leitern insbesondere, das zeigt die Erfahrung, die Eigenschaft geben, dass mit zunehmender Temperatur auch der Widerstand zunimmt. Die Interpretation ist, dass bei zunehmender Temperatur
die thermische Bewegung der Gitteratome in den Metallen zunimmt und da kommen dann die armen Elektronen mehr schlechter nur mehr durch diese Gitteratome. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Japan war, da gibt es das Pachinko-Spiel. Da kommen so Kugeln und die da so durch alle möglichen so Nageln und da so durchmessen. Ein bisschen so ähnlich wie das, was wir da gehabt haben mit dem Dalton-Brett bei der Statistik im Wintersemester für diese Gauss-Verteilung. Und so ähnlich kann man sich das also auch vorstellen. Wenn diese Nageln jetzt noch dazu zum Zittern anfangen würden, dann kommen die Kugeln schlechter durch. Und das ist also grob gesagt der Effekt, der dazu führt, dass bei zunehmender Temperatur bei metallischen Leitern der Widerstand im Allgemeinen größer wird. Und da zeigt sich, dass es da eine näherungsweise empirische Formel gibt für die Leitfähigkeit. Also das ist ja im Wesentlichen das Reziproke des Widerstandes nicht ganz. Also wir haben das ja schon genau besprochen. Sie wissen was, der Widerstand ist, Sie wissen was, die Leitfähigkeit ist, Sie wissen, wie das zusammenhängt, das brauche ich jetzt nicht mehr lernen. Und dieses Sigma, das ist ja eben dann die Materialeigenschaft, während dein Widerstand, da kommst du dann auch an, wie dick ist der Leiter, wie lang ist der Leiter und so weiter. Das Sigma dagegen ist die Materialeigenschaft des Materials, aus dem man besteht. Also zum Beispiel Gold oder Kupfer oder so etwas. Ne? Das ergibt sich empirisch zu einer festen Leitfähigkeitsgröße Sigma 0 durch 1 plus Alpha mal T plus Theta mal T². Und wenn man genauer schauen würde, hätte man wahrscheinlich auch noch was mit Theta dritten finden. Aber das Theta mal T ist schon sehr klein gegen Alpha, sodass der hintere Term in vielen Fällen vernachlässigt werden kann. Was man daraus sieht, das ist also eine empirische Beziehung, die man natürlich recht praktisch ist, wenn man für konkrete Anwendungen halt wirklich wissen will. Wie groß ist denn nun also die Leitfähigkeit von einem Metall in Abhängigkeit von der Temperatur? Da schlagt man auf und da geht ins Internet und da kann man dieses Sigma 0, das Alpha und das Beta herausfinden, Z1. Und da sehen Sie also, wenn die Temperatur gegen 0 geht, und wenn wir jetzt aber nicht von Supraleitung sprechen, das ist eine andere Geschichte, wird der Nenner gegen 1 gehen und das Sigma gegen Sigma 0. Diese Formel hat also die Eigenschaft, dass es hier eine Grenzleitfähigkeit gibt, einen geringsten Widerstand, einen konstanten Wert, der im Wesentlichen nicht mehr unterschritten werden kann. Und der allerdings ist natürlich dann sehr davon abhängig, davon, was für ein Metall vorliegt und auch in welcher Reinheit. Selbst kleine Verunreinigungen können diesen Wert Sigma 0 hier bereits wesentlich verändern. Aber wesentlich ist diese Formel nicht für Temperaturbereiche in der Nähe des absoluten Nullpunktes, sondern eher in Temperaturbereichen, wo man halt normalerweise Leiter einsetzt und da kann man also dann diese Formel gut verwenden. Aber wenn wir schon bei den tiefen Temperaturen sind, kann ich natürlich nicht umhin, die Supraleitung zu erwähnen. Aber viel mehr als das tue ich. Man kennt sie schon relativ lang. Der Herr Kammerling-Onnes ist 1911 erstmals darauf gestoßen und dann hat man in weiterer Folge viel experimentelle Erfahrung gesammelt, aber es macht bitte 40 Jahre circa gebraucht, bis eine vernünftige, tragfähige Interpretation dafür geschaffen wurde, die BCS-Theorie. Eine recht komplexe quantenmechanische Rechnung, die auf der Existenz von sogenannten Cooper-Paaren beruht. Der C da, das ist der Cooper. Barvin, Cooper und Schrieffer. Die drei haben sich einen Nobelpreis dafür geteilt. Übrigens der Barvin, wenn ich das sagen darf, das ist ein besonders spezieller Typ. Das ist einer der ganz wenigen, der in seinem Leben zweimal den Physik-Nobelpreis bekommen hat. Das ist was. Und der hat also nicht nur für die Supraleitung, sondern ich glaube vorher noch
für den Transistor, den Nobelpreis bekommen. Das sind schon Leute, die können richtig gut sich einhauen. Vielleicht auch ein besonderes Glück gehabt, dass man zweimal hintereinander auf so eine Goldader stößt. Nicht? Oft macht man tolle Arbeit, aber dummerweise ist man auf so einer verlusenen Ader und es wird nicht wirklich was daraus. Aber dann gibt es halt so Goldadern, was man oft vorher nicht weiß, wie gut die sind. Und dann kommt man also wirklich auf was Tolles. Und das ist dem offenbar zweimal gelungen. Also das war Cooper und Schrieffer. Und die haben diese Theorie entwickelt und die beruht, wenn ich es ganz grob nur sagen möchte, und im Detail muss man sich das dann näher anschauen, Sie werden später in der Festkörperphysik davon mehr lernen, beruht darauf, dass bei niedrigen Temperaturen, wo die thermischen Bewegungen schon sehr gering werden, dass es da eine durch Korrelationen bedingte faktische Anziehungskraft der Elektronen untereinander gibt. Aber die sind natürlich negativ, weil das elektrisch stoßen sie sich ab. Das ist eine quantenphysikalische Korrelation, die sich äußert in einer gewissen Anziehungskraft. Und wenn also die Temperatur genügend niedrig wird, können sich Cooper-Paare bilden. Die Elektronen sind Fermionen, die haben es in ein Hall. Und das sind also Teilchen, die insbesondere das Pauli-Verbot berücksichtigen müssen, über das werden wir nachher einmal genauer sprechen. Der Wolfgang Pauli ist erstmals auf diese Idee gekommen. Die können nicht mehrere in einem System die gleichen Quantenzahlen besetzen. Bosonen mit ganzzahligem Spin können das. Und wenn sich nun so ein Cooper-Paar findet, dann hat das faktisch einen ganzzahligen Spin, nämlich 1, ein halb und ein halb. Und wird damit ein Boson und kann damit, wie sich zeigt, auch mit den Gitteratomen keine Energie mehr austauschen. Die rutschen so durch. Und damit wird es superleiten. Wenn aber die Temperatur zu hoch wird, dann rüttelt es das auseinander, die Cooper-Paare zerfallen und aus. Also nur bei niedrigen Temperaturen, wirklich nur wenige Kelvin, kommt es dann zur Supraleitung. Dass es dann eine Hochtemperatur-Supraleitung gibt, die also von Müller und Bednorz herausgefunden wurde, die dann auch den Nobelpreis dafür bekommen haben. Also die Supraleitung, die hat es schon sich. Nicht? Das war also schon ein sehr ergiebiges Gebiet. Nicht? Da konnte man also dann zu wesentlich höheren Temperaturen die Supraleitung noch bringen und das hat dann zusätzliche Eigenschaften. Das ist recht kompliziert. Also es ist sehr sinnvoll, da mehr darüber zu sprechen. Aber selbst das reicht also nicht bis heute für diese Hochspannungsleitung. Das war ja die Hoffnung, dass man dann vielleicht bis auf minus 20 Grad oder so an unsere Raumtemperatur herankommt oder so und dann war schon was. Nicht? Aber das ist halt nicht. Das geht halt nicht überall. Aber ich möchte schon erwähnen, dass Sie so irgendwie ein bisschen das Gefühl haben, was sich nur alles aufspült und wie die Dinge wichtig sind für die praktische Anwendung, während das mit der Supraleitung leider Gottes wirklich nicht zu gehen scheint oder wir das zumindest bis jetzt nicht kennen, fällt uns andererseits ein anderer, ebenso wichtiger Quanteneffekt praktisch geschenkt in den Schoß, nämlich der Ferromagnetismus, über den wir später erst ein bisschen mehr sprechen werden. Die Eisen und andere Metalle haben die Eigenschaft, dass sie also eine unglaublich starke magnetische Polarisierbarkeit haben. Auch aufgrund von Quantenkorrelationen. Und Gott sei Dank ist es so, dass das beim Eisen, da braucht man gar nicht mehr zu tun, das ist schon so. Das kann jetzt bis ca. 300 Grad Celsius hinauf oder so. Erst wenn es dann schon rot glühend wird, dann verliert das Eisen diese Eigenschaften. Also Gott sei Dank, das kann das noch bei unseren Temperaturen. Ja, die Supraleitung kann das leider erst bei minus 100 oder so. Und das ist uns zu toll. Also, so ist es heute. Nicht? Aber auch diese Geschichte mit dem Ferromagnetismus ist nicht zu unterschätzen. Hätten wir das nicht, könnten wir keine wirkungsvollen Generatoren und Transformatoren bauen. Da schaut die Geschichte wirklich viel anders aus.
Nein, wir täten auch existieren, weil die Menschen waren schon da, bevor die Elektrizität verwendet wurde. Aber wir hätten uns doch deutlich anders entwickelt. Jetzt kämen die Fragen auch an den Entscheidungen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber sie werden nicht gefragt. Es ist so. Das ist es halt dann. Nicht? Also die Fragen sind meistens nicht sehr sinnvoll. Was wäre, wenn? Es ist nicht. Und daher kann man es auch nicht abschaffen. Nicht? Aber es ist immerhin gut, diesen Überblick zu haben, wo also überall diese Quanteneffekte ganz entscheidend eingreifen. Und ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass sie so das Gefühl kriegen, diese ganze Quantengeschichte, das ist so etwas Exotisches für ein paar neugierige Physiker, aber in Wirklichkeit braucht es jeden Mann. Das ist natürlich nicht so. Es gibt ganz, ganz wichtige Quanteneffekte, die unser tägliches Leben in gravierender Weise beeinflussen. Und einer davon ist der Ferromagnetismus. Und der andere wäre die Supraleitung, aber ist halt noch nicht so recht. Gut, also so viel zur Supraleitung, mehr sage ich nicht dazu. Noch einen Effekt möchte ich besprechen, und zwar, es zeigt sich, dass also bei Metallen die elektrische und die Wärmeleitfähigkeit Hand in Hand gehen. Also wenn bei einem Metall die elektrische Leitfähigkeit größer wird, wird auch die Wärmeleitfähigkeit größer. So hat Gold zum Beispiel sowohl eine hohe elektrische Leitfähigkeit als auch eine hohe thermische Leitfähigkeit. Das heißt, die beiden Sigma und Lambda, die Wärmeleitfähigkeit, sind im Wesentlichen proportional zueinander und Lambda durch Sigma, dieses Verhältnis, also von Wärmeleitfähigkeit zu elektrischer Leitfähigkeit, ist eine Konstante L mal der Temperatur. Das ist das Friedemann-Franz-Gesetz. Die beiden sind Experimentatoren gewesen und sind auf das draufgekommen, dass das so ist, aber erklärt wurde das erst viel später. Und dieses L ist die sogenannte Lorentz-Zahl, weil der Herr Lorentz, aber nicht der von der Lorentz-Transformation, es gibt an die Z und an die GZ. Und das ist der mit Z. Lorentz dafür eine Theorie aufgestellt hat, die Drude-Sommerfeld-Theorie, also da haben wir ein paar Leute mitgemacht, sehr wichtig vielleicht. Und im Wesentlichen geht es dabei darum, dass eben sich zeigt, dass die freien Leitungselektronen in einem Metall auch zur Wärmeleitfähigkeit beitragen. Daher diese Proportionalität. Und dass das dann aber wieder mit der Temperatur so abhängt, das sind alles relativ komplizierte Sachen, über die ich gar nicht weiter sprechen möchte. Aber ich möchte nur sagen, das sind alles Dinge, wo hinter dem allen sehr viel dahinter steckt. Also, wenn Sie Zeit haben und einmal sich ein bisschen näher interessieren, schlagen Sie also entweder das Wikipedia oder irgendeine größere Enzyklopädie auf, Sie werden staunen, was da in allen Richtungen weitergeht. Ich will Ihnen nur so die Eingangsbildung zeigen, da, wo Sie dann neugierig werden sollen. Und dann schauen Sie einmal nach und dann unglaublich, was alles im Laufe der Zeit gefunden wurde. Es ist schon eine Freude. Also das ist diese Geschichte mit Wiedemann Franz. Aber jetzt möchte ich mit Ihnen etwas besprechen, wie schaut man die Denken, dass man denkt. Da drauf tut mir nicht, wenn ich das fürchte, weil da komme ich jetzt gleich dazu. Ich möchte mit Ihnen jetzt kurz darüber sprechen, wie man also auch quantenphysikalisch, aber ich zeige Ihnen das alles natürlich ohne Vorgleichen, weil die haben wir noch nicht. Trotzdem soll ich ein paar Sachen schon mal erklären. Wie man physikalisch interpretieren kann, diese riesigen Unterschiede in der Leitfähigkeit von Metallen und von Isolatoren. Wir haben ja das schon seinerzeit erwähnt, aber eben auch so die Größenordnung dazwischen, zwischen der Leitfähigkeit von Kupfer und von Quarz zum Beispiel. Ja, das muss irgendeinen besonderen Grund haben. Das kann nicht nur so irgendein quantitativer Unterschied sein, da muss was Qualitatives tun. Und das ist auch so.
es gibt zur Beschreibung der Leitfähigkeit in Isolatoren, Halbleitern und Leitern das sogenannte Bender-Modell. Dazu kann man sagen, und ich glaube, das werden Sie schon wissen, dass bei den Atomen die Atomkerne von Elektronen umgeben sind, die sich auf verschiedenen Energieniveaus, verschiedenen diskreten Energieniveaus befinden können. Warum das so ist, wie man das interpretieren kann, das kriegen Sie geliefert, das verspreche ich Ihnen, aber nicht von mir, weil man die Zeit da nicht hat. Aber das kriegt. Und das hat sehr viele Konsequenzen, was die Eigenschaften der verschiedenen Elemente, das Periodensystem betrifft, die Bindungsmechanismen zwischen den Atomen, wie sich daraus Moleküle, alles das hängt intensiv damit zusammen, auch die optische Spektren, alles möglich, unglaublich, was man da alles herausfindet. So ist man ja auf diese Quantenhaftigkeit ursprünglich darauf ergreifen. Wenn jetzt viele metallische Gitteratome da miteinander in Wechselwirkung sind in einem metallischen Verband, dann werden die inneren Elektronen wenig miteinander zu tun haben. Aber in den äußeren Schalen, bei den höchsten Energien, kommen die miteinander in Kontakt, so diese einzelnen Gitteratome, und da bilden sich dann Energiebänder, die über ein Atom hinausgehen und die also dann über einen ganzen Verband von Lichtatomen hinaus sich erstrecken. Und innerhalb dieser Energiebänder können sich dann die Elektronen verhältnismäßig frei bewegen. Es bewegen sich ja nicht alle. Es bewegen sich nur die in den äußeren Schalen. Die inneren sind festgebunden an die Atome. Das ist das Elektronengas, oder? Das ist das Elektronengas, wie es oft bezeichnet. Ja, weil es in gewisser Weise ähnliche Eigenschaften hat wie ein Gas, weil das eben die stoßen untereinander zusammen und so weiter. Daher kommt es ja zu diesen Abhängigkeiten von der Temperatur. Aber was hier jetzt auch sehr wichtig ist, ist, dass die Elektronen, ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, Fermionen sind mit halbzahligem Spin, ein Halb, und daher das Pauli-Verbot berücksichtigen müssen, jetzt werden Sie fragen, warum, sie tun es halt. Und wenn man das weiß, dann kann man die Gegebenheiten interpretieren. Das ist in vielen Fällen so. Der Planck ist auch auf seine Quantisierung nicht draufgekommen, weil er sich gedacht hat, das muss so sein, weil es nicht so sein muss, sondern er musste das postulieren, um die experimentellen Erfahrungen in Einklang mit der Beschreibung zu bringen. So kommt man drauf, getrennt durch die experimentellen Erfahrungen. Und so auch hier. Also bei den Fermionen ist es so, dass die nicht in einem System zwei die genau gleichen Quantenzustände haben. Wenn das nicht so wäre, hätten ja alle Elektronen in der Umgebung eines Atomkerns auf die niedrigste Energie herunterfallen, weil dort fühlen sie sich alle wohl. Aber wenn dort unten schon alle Energieniveaus und Drehpulsniveaus und so weiter besetzt sind, dann geht es nicht mehr. Und so baut sich das nach außen auf und dadurch ergibt sich diese Elektronenhüllenstruktur. Also daran sieht man schon, es muss so ein Faulverbot geben für die Elektronen, sonst hätten sie alle runterkurzen in die unterste Energieebene. Und dann denken die Elektronen, die die Atome total anders ausschauen, als sie es wirklich tun. Also Sie sehen schon, die Frage beantwortet sich dadurch, weil wir es so beobachten. Ansonsten würden wir ja was ganz anderes sehen. Also diese Elektronen müssen das Pauli-Verbot berücksichtigen und es werden also die verschiedenen Energielevels von unten nach oben aufgefüllt. Und nun ist es also so, dass dann in vielen Fällen man eben findet, dass bei so Isolatoren oder Leitern es ein letztes Energieniveau gibt, das noch voll gefüllt ist mit Elektronen. Das nennt man das Valenzband. Das ist das jetzt beim Bender-Modell. Da haben wir das Valenzband. Das letzte oberste Energieband, das noch mit Elektronen ganz voll ist.
dabei können sich die zwar da nicht bewegen, weil sie sind, die blockieren sich gegenseitig und das Band ist voll, sie können nicht mehr aneinander vorbei. Aber die Elektronen, bis inklusive das Valenzband und insbesondere die Elektronen im Valenzband, sorgen für die Bindungskräfte zwischen den Dipatomen. Aber da gibt es dann drüber das nächstfolgende Energieband, das entweder ganz leer oder teilweise mit Elektronen gefüllt ist. Und das ist jetzt das Leitfähigkeitsband. Und das ist nun der Punkt, wo es zu den großen Unterschieden kommt. Denn wenn Sie sich das also jetzt hier auf diesem einfachen Bild anschauen, das gibt es auch in der Form in unserem Buch, dann sehen Sie, bei Isolatoren zeigt sich, dass das Valenzband hier ganz gefüllt ist mit Elektronen und dann aufgrund der speziellen Struktur der Gitteratome tritt ein großer Energiegap auf, da ist die Energie aufgetragen und dann erst gibt es das Leitungsband und da sind keine Elektronen drin. So ist das eben bei den Isolatoren. Und es ist äußerst unwahrscheinlich, kommt natürlich schon gelegentlich vor, aus sehr selten, dass ein Elektron da hinaufkommen kann. Deswegen sind das Isolatoren. Deswegen haben sie aber doch keine endliche, wenn auch kleine Leitfähigkeit, 10 da minus irgendwas. Weil hier und da durch thermische Schwankungen, durch Tunneleffekt, was auch immer, kann es schon vorkommen mit endlicher Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron da hinaufkommt. Das kann sich dann hier bewegen und andererseits entsteht dort unten dann ein Loch in diesem an sich hier ja im Gleichgewicht ausgeglichenen Band und dem entspricht dann eine positive Lücke und die bewegt sich dann in der anderen Richtung. Beide diese Löcherleitung, die Elektronenleitung, tragen zur Leitfähigkeit bei den Isolatoren aber extrem wenig, weil das eine große Bandlücke hat dazwischen, energiemäßig. Aber dann gibt es die Halbleiter, die sind halt so beschaffen, dass dieses Leitfähigkeitsband so weit heruntergerückt ist, dass es wahrscheinlicher wird, dass so ein Elektron da hinauftritt. Und dann haben sie die Situation, dass sie Leitfähigkeit durch diese Elektronen haben und da unten bleibt dann eine positive Lücke über. Aus diesem Dirac-See hier wird also ein Elektron hinaufgehoben sozusagen. Ich glaube, es wird hier eher Fermi-See genannt. Nein, Dirac war schon. Ja, das ist eine zweite Geschichte. Nein, ich erkläre es gleich. Aus diesem Fermi-See hier von lauter Fermionen, ne, wird also ein Elektron hinaufgehoben und in dem See entsteht dann eine positive Lücke und oben das Elektron. Und wenn dann da so die Elektronen nachrutschen, bedeutet das de facto, dass die positive Lücke in der Gegenrichtung wandert. Ne? Und oben das Elektron kann sich natürlich überhaupt frei da drinnen bewegen. Dieses Konzept des Fermi-Sees wird also hier verwendet, um solche Löcher, positive Löcher gegen negative Elektronen zu beschreiben. Und es ist interessant, dass also das gleichartige Konzept dann später verwendet wurde in der Hochenergiephysik, um die Paarbildung von Elektronen und Positronen aus dem Nichts, sprich aus einer entsprechenden Energiemenge, zu erklären. Weil nachdem man relativistisch dann weiß, über das sprechen wir noch ein bisschen in diesem Sommersemester, dass Energie und Masse miteinander äquivalent sind, kann man auch damit rechnen, das energetisch auch verstehen, dass also wenn ein genügender Energiebetrag, zum Beispiel in Form von elektromagnetischer Strahlung, beispielsweise Gammastrahlung mit sehr hohen Energien vorhanden ist, dass der dann ausreicht, dass unter Verwendung der Energie die Massen von zwei neuen Teilchen sich bilden, aus nichts. Und dieses nichts bedeutet, dass man davon ausgeht, es gibt einen Dirac-See, oder besser gesagt, die Übersetzung ist schlecht. Man sagt im Englischen a Dirac-See.
und sie ist aber das Meer. Also eigentlich ist es das Dirac-Meer sozusagen, ein Meer von Licht sozusagen. Und wenn dann jetzt durch diese Energie ein Elektron herausgehoben wird aus diesem Dirac-Meer, bleibt unten ein positives Lob über und das ist das Positron. Das ist die Idee zur Erklärung und zum Verständnis der Partenmittlung. Das hat aber dauernd nicht unmittelbar was damit zu tun. Das ist nur ein ähnliches Konzept. Deswegen nennt man das da, ich habe es nur vorhin verwechselt, das ist der Fermi, das Fermi-Meer, wenn Sie so wollen, das Fermi-See und das andere, da hat man halt im Zusammenhang mit der Dirac-Gleichung, das ist so eine Art relativistischer Schrödinger-Gleichung, wenn ich so sagen darf. Das ist dieser Überfeindlichkeit. Das kriegen Sie alles, warten Sie. Sie haben noch viel Spannendes vor sich, Sie kennen sich schon frei. Aber es ist auch gut, einmal ein paar Grundlagen zu kriegen, dann haben Sie mehr davon. Und dafür sind wir jetzt hier beieinander. Also dieses, das Fermi-Meer ist das, womit man hier die Leitfähigkeit in Halbleitern und Leitern erklärt, während also das Dirac-Meer dient dazu, aufgrund von Lösungen der Dirac-Gleichung solche Dinge wie die Paarbildung im Vakuum zu beschreiben. Okay, das habe ich also damit jetzt einmal ausgesprochen, Sie werden es vielleicht merken. Na, beim Leiter hingegen ist es so, dass dieses Leitungsband sogar hineinrutschen kann in das Valenzband. Und bei metallischen Leitern geht es so weit, dass man gar nicht mehr unterscheiden braucht und kann zwischen den beiden Bändern. Und da können also die Elektronen sich weitgehend frei bewegen. Aber wesentlich ist, und das möchte ich, dass Sie sich dabei merken, diese dramatischen Unterschiede der Leitfähigkeiten für Metalle einerseits und dann für Glas und Keramik, also diese Nichtleiter, die Isolatoren, die liegen an der Größe dieser Energielücke, der Bandlücke zwischen diesem Valenzband und dem Leitungsband. Und das Valenzband, ich erkläre es noch einmal, ist also das letzte Energieband, das noch voll mit Elektronen gefüllt ist. Dann kommt das Leitungsband. Das kann aber, das ist hier so nicht eingezeichnet, das kann auch schon einige Elektronen enthalten. Wenn also sich das so ergibt, dass da noch Elektronen halt bei dem entsprechenden Metall vorhanden sind. Jedenfalls wird es dann dadurch, das haben sie dann auch da, dass die da beliebig rüber können und sich dann bewegen können. Also so viel möchte ich nicht mehr zum Bändermodell sagen. Aber ich glaube schon, dass Sie zumindest eine Idee davon bekommen haben, wie man da auch mit quantenphysikalischen Methoden so extreme Unterschiede von Leitfähigkeiten auch erklären kann. Aber dieses Bändermodell kann auch noch mehr. Es kann nämlich auch die sogenannte Kontaktspannung erklären. Denn verschiedene Metalle werden verschiedene Energieniveaus haben, bis zu denen das Leitfähigkeitsband noch mit Elektronen gefüllt ist. Und da gibt es also welche, da sind die Energieniveaus nur bis relativ niedrigen Energien gefüllt und andere, da sind sie bis zu höheren Energien gefüllt. Und da kommt es jetzt darauf an, wie man die voneinander unterscheiden kann. Und vor allem, was das dann für Konsequenzen hat. Und die Sache ist also die, wenn wir zwei so unterschiedliche Metalle betrachten, so ein typisches Paar von Metallen ist Kupfer und Zink. Dann kommt es dazu, dass also bei dem einen Metall diese Elektronenanordnung bis zu einer gewissen Höhe gefüllt ist. Das sind so die gefüllten Energiebänder. Und oben dann ist also die Energie der freie Elektronen. Das heißt, wenn aus einem solchen Metall ein Elektron herausgeschlagen werden soll, dann muss diese Energie hier, die sogenannte Austrittsarbeit, überwunden werden. Und je weiter unten das letzte Energieniveau ist, desto höher wird die Austrittsarbeit sein, die erforderlich ist.
Also bei dem Metall ist das die Auslandsarbeit WA1 und wenn man das als zweites hernimmt, da daneben, dann ist das also weiter, viel weiter oben gefüllt mit solchen Energieniveaus, die besetzt sind, hat man also eine kleinere Austrittsarbeit, WA2, und diese Energiegrenze, die nennt man auch die Fermi-Grenze oder die Fermi-Kante für dieses entsprechende Material. Da haben wir natürlich da wieder E Fermi 1 und E Fermi 2 für diese beiden Metalle. Naja, und jetzt ergibt sich das, wenn man die miteinander in Kontakt bringt. Was wird dann passieren? Also eines gleich vorweg, diejenigen mit der niedrigeren Fermi-Grenze, die bezeichnet man als edle Metalle, so wie Silber, Gold oder gar Platin, weil man viel Energie braucht, dass die ein Elektron hergeben. Während unedle, wie zum Beispiel Zink, also Kupfer ist auch eher was Edles, sagen wir mal da Kupfer dazu, damit Gold kann man nicht so viel experimentieren aus entsprechenden verständlichen Gründen. Und Zink ist also etwas Unedleres, da braucht man nicht so viel Energie, um ein Elektron herauszuschlagen. Und ich sage das jetzt gleich, um Sie ein bisschen neugierig zu machen, gegen Ende dieses Semesters werden wir auch einen Versuch zeigen, wie man aus einer Zinkoberfläche auch tatsächlich mit UV-Strahlung Elektronen herausschlagen kann. Das hat übrigens dem Herrn Einstein den Nobelpreis gebracht. Also das sind, wir haben da lauter Nobelpreisverdächtige Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Und ich kann Ihnen das alles leider nur so ein bisschen wischiwaschi erzählen, weil also der solide theoretische Hintergrund noch nicht vorhanden ist. Und dadurch könnte ich sagen, lass es ganz weg, das will ich aber auch nicht. Also erzähle ich Ihnen heute ein bisschen was drüber. Also soweit, glaube ich, ist das einigermaßen klar. Wenn man aber jetzt diese beiden Metalle miteinander in Kontakt bringt, sodass sie da ganz eng beisammen sind, dann werden natürlich da Elektronen hinüberdiffundieren. Das heißt, auf der Kupferseite wird es da negativ, weil da kommen Elektronen herüber, und auf der Zinkseite positiv. Die gleichen sich dann letzten Endes an, weitgehend, aber da hier wird es negativ und da hier wird es positiv. Diese Kontaktspannung, die Sie dadurch bekommen, kann man auch leicht ausrechnen. Diese Kontaktspannung ist dann auch aufzuschreiben als U-Kontakt. Ja, die Spannung ist ja immer Arbeit pro Ladung. Und da haben wir jetzt WA1 minus WA2, die Differenz da einfach, dividiert durch die Ladung eines Elektrons. Und das ist das E. Also wir haben damit einen Ausdruck für diese Kontaktspannung. Jetzt ist nur die Frage, wo man die auch hernehmen soll, wie man sie messen soll. Es ist nämlich nicht leicht, eine Kontaktspannung direkt zu messen. Wenn Sie nämlich einen Kreis herstellen, und Sie müssen ja letzten Endes denken, Sie haben den Kirchhof und das alles, wenn Sie irgendwo was messen wollen, mit einem Messgerät oder so, brauchen Sie letzten Endes einen Kreis. Wenn Sie also einen Kreis betrachten, um also etwa Kontaktspannung zu messen, ja, da können Sie zum Beispiel da so einen Teil nehmen aus Kupfer und einen anderen aus Zink. Das ist aus Kupfer, das ist aus Zink. Und da haben Sie da die Kontaktspannung. Und die wollen Sie jetzt irgendwo mit einem Voltmeter messen. Aber Sie müssen ja dort mit Ihren Buchsen drankommen, das sind vielleicht Kupferbuchsen oder so, dann müssen Sie ja da wieder einen entsprechenden Übergang machen. In Summe kommen Sie bei jeder Art von geschlossenem Kreis dann drauf, dass sich alle Kontaktspannungen wieder zu Null kompensieren. Weil da geht es Zink-Kupfer und da geht es Kupfer-Zink.
Und wenn es das noch so kompliziert irgendwie machen, es geht sie immer wieder aus. Also so unmittelbar mit Voltmeter zu messen, da geht das nicht, weil sie es ja irgendwie anschließen müssen und dort ja erst wieder einen Kontakt herstellen müssen, wieder mit ihren Kupferbuchsen oder was sie halt jeweils verwenden. Verstehen Sie? Das heißt, in Summe wird da nichts. Aber wir haben eine Methode, wie wir das doch sichtbar machen können, und das wird der Kollege Zirkovic Ihnen dann gleich zeigen. Die möchte ich aber auch noch kurz vorher erläutern. Wir verwenden dazu wieder einmal, oh Schreck, jetzt haben wir schon so viel darüber geredet, den Plattenkondensator. Wir werden nämlich da praktisch einen Kondensator realisieren, wo die Platten zusammenhängen, miteinander in Kontakt sind, also nicht wirklich ein Kondensator. Ne? Und die eine ist also eine Kupferplatte und die andere eine Zinkplatte. Tut jetzt nichts zur Sache, was oben und unten ist im konkreten Fall. Und so ähnlich wie bei dem Elektrophor ist dann da so ein Handgriff drauf, wo man das nehmen kann und die Kupferplatte wegheben. Und jetzt überlegen Sie, wenn die beiden Platten miteinander in Kontakt sind, dann haben sie genauso was. Da wird es also da beim Kupfer negativ sein, beim Zink positiv. Das ist ein bisschen so analog, aber doch was anderes, wie beim Elektrophor. Und jetzt können Sie da irgendwas anhängen, es hilft nicht, Sie können es nicht messen. Was man aber machen kann, ist, man hängt also diese Kupferplatte an ein sehr sensibles Voltmeter mit einem vorgeschalteten Messverstärker, um kleine Spannungen noch gut messen zu können. Und dann mit einigem Geschick hebt man diese Kupferplatte weg. Und zwar nicht so, dass man es wegkippt, sondern dass es möglichst parallel weggeht. Und was passiert dann? Dann haben Sie in dem Moment, wo dieser Kontakt nicht mehr gegeben ist, werden auch die Minus- und Plusladungen bleiben. Und wenn Sie jetzt den Abstand vergrößern, was passiert denn bei einem Kondensator, wenn man den Abstand der Platten vergrößert, ohne die Ladung zu ändern? Erinnern Sie sich noch, was passiert mit der Spannung? Wird es kleiner oder größer? Sie wird größer. Weil mit gleicher Ladung und gleichem Feld muss ja ein größerer Weg überschritten werden und Spannung ist Arbeit pro Ladungseinheit. Und damit kriegt man mit diesem Trick die Möglichkeit, diese Kontaktspannung doch sichtbar zu machen. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Das ist das Urexperiment der Kontaktspannung zwischen verschiedenen Metallen. Ja, wie gesagt, wir haben zwei unterschiedliche Platten, hier eine aus Kupfer, hier eine aus Zink, die elektrisch verbunden über einen Verstärker angeschlossen sind, und dieses Messinstrument zeigt mir einfach den Ausgang dieser Verstärkerstufe an. Wenn ich jetzt diese beiden Platten aufeinander setze, diffundieren aus den unterschiedlichen Metallen Elektronen in das jeweils andere Metall, abhängig von der Austrittsarbeit eben dieses Metalls. Wenn ich jetzt die Platten wieder voneinander trenne, bleibt ein Ladungsüberschuss bzw. ein Ladungsdefizit auf der einen oder anderen Platte übrig, und dieser wird ausgeglichen, indem der Strom von der einen Platte quasi zur anderen über den Verstärker fließt, ein geringer Strom, der Verstärker verstärkt mit Faktor 10 hoch 9, und das sollte man dann am Anzeigegerät sehen. Probieren wir es einmal. Okay, schön, Sie sehen, beim Auseinandernehmen der Platten gibt es einen Spannungsanzeiger, hier also einen kleinen Stromstoß durch das Messgerät, durch den Verstärker. Noch einmal, ich setze auf und beim Entfernen sehen wir wieder diesen Stromstoß. Ein schönes Beispiel eben für die Kontaktelektrizität. Vielen Dank, Herr Kollege. Funken oder irgendwas, aber schon eine gewisse Tragweite ist damit verbunden. Es zeigt Ihnen, dass diese Idee der Kontaktspannung hier so erklärt werden kann, dass das in Übereinstimmung steht mit unseren qualitativen Erwartungen, und das möchte ich auch betonen,
dass diese Kontaktspannung auch ein zusätzlicher Hinweis auf die Gültigkeit des Bender-Modells ist. Weil wie würde man das so ohne weiteres erklären können, hätte man nicht diese unterschiedlichen Energiebänder bei den verschiedenen Metallen. Und da gibt es also jetzt eben edle und unedle und die lassen sich anordnen in der Kontaktspannungsreihe. Und die fängt also bei den Unedlen an, die wären alle eher Plus. Sie haben ja gesehen, warum. Weil die Unedlen haben eine hochliegende Fermigrenze, eine kleine Austrittsarbeit und wenn man die in Kontakt bringt, laufen die Elektronen rüber und das Unedle wird Plus. Also auf der Plusseite fängt es ganz unedel an, bei Rubidium, Kalium, Natrium. Ich will nicht alle aufschreiben. Es geht so dahin, aber beim Edlen wird es natürlich interessanter. Silber, Eisen, nehmen wir nur Kupfer, Gold und Platin. Kupfer, Gold und Platin. Das ist also die negative Seite. Also welches negativ, die Edlen werden umso negativer. Weil sie geben also ihre Elektronen nicht gerne her. Wer edel ist, gibt nichts her. Das ist natürlich irgendwie die Frage, wie weit das wirklich edel ist. Aber die Idee ist ja eher die, dass aufgrund dieser Eigenschaft, dass die nichts hergeben, sie auch chemisch weniger leicht angreifbar sind. Das ist das Edle dran. Deswegen rostet Gold auch nicht. Und wenn man einen Ring aus Eisen hat, schaut der bald nichts mehr gleich. Und deswegen nimmt man halt eher was, was erstens nicht rostet und zweitens nur schön gelb ausschaut. Das ist es ja. Bitte. Das ist dasselbe wie die allgemeine Spannungsreihe der Metalle. Das müsste ja dasselbe rauslaufen, das, oder? Das ist die Spannungsreihe der Metalle. Aber es gibt noch eine zweite Spannungsreihe, über die reden wir morgen. Das ist die galvanische Spannungsreihe. Und die hat was mit den Elektrolyten zu tun. Das ist eine andere Spannungsreihe, obwohl sie irgendwie ähnlich ausschaut. Sollte aber nicht miteinander verwechselt werden und ich werde auch hoffentlich Ihnen das entsprechend erklären können. Jetzt aber noch eine letzte Sache, die uns noch zwei weitere schöne Experimente bestellt. Diese Kontaktspannung schaut ja bis jetzt eher uninteressant aus. Der kleine Ausschlag da, wenn man die Platten hebt, dem interessiert es. Aber es zeigt sich, wenn man so einen Kreis hernimmt und die zwei Kontaktstellen auf unterschiedliche Temperatur bringt, dann kriegt man auf einmal eine Nettospannung. Weil nämlich, bedingt durch diese Diffusionsvorgänge, die natürlich alle irgendwie ein bisschen temperaturabhängig sind, weil nämlich die Kontaktspannung temperaturabhängig ist. Das ist kein einfacher Effekt. Deswegen möchte ich den auch gar nicht besonders weiter erläutern. Der hat viele Aspekte, dieser Effekt. Diese ganzen Geschichten sind kompliziert. Sie sehen schon, was so mit Materialien und Beschreibung von Molekülen und Energiebändern betrifft, das ist alles eher kompliziert. Aber auch das ist eine wichtige Erfahrung zu sehen, dass es da so einen großen Bereich von spannenden Dingen gibt. Sie sollen ja nach der Vorlesung sich auf das weitere Studium freuen. Und da kann ich Ihnen einige Ausblicke bieten. Also, wenn man diese beiden Kontaktspannungen, die beiden Kontaktstellen auf unterschiedliche Temperatur bringt, dann ergibt sich, dass eine Nettospannung überbleibt, die man messen kann. Und das kann man also besonders schön verwenden, wenn man eine Kontaktstelle auf einer bestimmten Temperatur hält, dass man die andere dann als ein Thermometer verwenden kann. Ein entsprechendes Thermoelement, wo man damit, wenn man es entsprechend eicht, Temperaturen ganz gut messen kann. Und wenn Sie das kurz zeigen, was man da macht, werden Sie sehen, dass das total einfach ist und das ist immer das Schönste, wenn Effekte einfach sind. Unser Thermoelement besteht wirklich aus zwei Kühlen verbundenen Draht. Die Kühlen bestehen jeweils aus dem Metall namens Konstantan. Der Name kommt daher, dass die Legierung über die temperaturkonstanten Widerstand hat, also Widerstand in der Fixtertemperatur. Verbunden sind die beiden Flügel einfach mit der Kupferdraht.
Wo messen wir die Spannung? Wir messen die Spannung bei den rüberstehenden Voltmeter. Wenn ich jetzt eine Seite. Brauchen Sie ein Feuerzeug? Ah, geht das auch. Auf der einen Seite der Wärme, aber den Ausschlag in die eine Richtung. Ein feuerwerkliches Experiment. Schauen wir mal. Jetzt muss ich die Nachricht. Jetzt ist ein Testausschlag. Noch nicht mehr. Empfindliches Temperaturmessgerät. Er hat vielleicht gerade eine niedrigere Hauttemperatur gehabt oder einen schlechten Übergangswert. Nicht? Aber nein, ja, doch. Auch. Unfair. Also gut, das ist Thermoelement. Ich will Sie ja nicht schon wieder so lange aufhalten, wir haben nur mehr 2 Minuten. Wir haben nämlich ein letztes Experiment, was wir Ihnen auch zeigen wollen. Es gibt nämlich zu diesem Effekt der Thermospannung. Den wir jetzt besprochen haben und gezeigt mit dem Thermoelement. Das ist auch der sogenannte Seebeck-Effekt. Geht also auf einen Herrn Seebeck zurück. Das war damals lauter Männer. Man kann bei den allen sagen, Herr Seebeck. Also, das wird sich jetzt ändern. Ich sehe so viele Damen hier im Auditorium. Sie werden auch alle Physikerinnen werden. Und dann fangen auch die Effekte auch noch Frauen benannt zu werden. Wie zum Beispiel der berühmte Emmy-Noether'sche Satz. Nicht? Der ist also schon von einer Frau ganz was Wichtiges. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft auch weiter ins Gleichgewicht begräbt wird. Also damals waren es alles Momente, weil die Frauen, oder ich habe mir glaubt, sie ist das nicht. Daneben gibt es aber den umgekehrten Effekt. Da ist es so, wenn man die Temperatur ändert, entsteht eine Spannung. Und wenn man das Ganze kurz schließt, fließt auch ein Strom. Aber es ist auch andersherum. Wenn durch so einen Kreis mit 2 Lötstellen ein Strom durchgeschickt wird, indem man eine Spannung anlegt, zum Beispiel von einer Batterie oder einem Netzgerät, und der beginnt zu fließen, dann gehen die 2 Kontaktstellen auf unterschiedliche Temperaturen. Und das ist der sogenannte Peltier-Effekt. Umkehrung ist dann Peltier. Und der hat vielfältige Anwendungen, weil wenn man da wieder eine von den 2 Kontaktstellen auf einer bestimmten Temperatur hat, kann man zum Beispiel mit der anderen wunderbar kühlen. Und das kann man auch herrlich regeln. Sie werden sich vielleicht fragen, warum unser Kühlschrankzaug nicht schon mit lauter Peltier-Elementen ausgekleidet ist, wo man das nützt. Das zeigt sich wieder, das hat nicht den genügend guten Wirkungsgrad, sonst hätte man es eh schon machen. Außerdem, die Materialien sind ziemlich teuer. Das hat sich halt ökonomisch nicht durchgesetzt. Aber für verschiedenartige Anwendungen, wo man exakt Temperaturen und Temperaturverläufe vorgeben muss, wie in der chemischen Technologie oder bei verschiedenen physikalischen Experimenten, die Anordnungen sind, ist das sehr, sehr wichtig. Wir schauen uns das zum Schluss an. Ein besonders nettes, auch historisch anmutendes und auch entsprechend heikles Experiment. Ja, gut, aber mein Gott. Genau. Der Effekt ist ja auch schon antik, man weiß es schon seit langem. Sie sehen da ein Furor, also weder eigentlich gefüllt mit einer roten Flüssigkeit, oben aufgesetzt ist ein so Glaskugeln. In diesen Glaskugeln befinden sich 2 Metallstäbe, die aus 2 unterschiedlichen Metallen bestehen. Das ist in der Mitte quasi verschweißt, das ist Antimon und Wismut. Die beiden Kugeln dasselbe, nur halt unterschiedlich umgedreht. Einmal gehört Antimon und Wismut, das zweite Wismut Antimon. Die sind verbunden elektrisch und die schicken durch einen Strom. Sie sehen jetzt
durch den Strom wird sich natürlich die Kontaktstelle über das Zentrum erwärmen, aber unterschiedlich stark, je nachdem, in welche Richtung der Strom fließt. Diese Erwärmung bewirkt jetzt, dass sich in den Kugeln natürlich der Druck erhöht, je nachdem, was der Wärme ergänzt wird, und die Flüssigkeit im Urmanometer soll in die eine oder andere Richtung strömen. Dass jetzt das Ungleichgewicht da drin ist, liegt daran, dass beim Einsetzen oder beim Aussetzen der Kugel mal wie so einen Druckunterschied erzeugt. Gut, schauen wir uns das einmal an. Es geht nur um die Änderungen. Ich lege mich schon in die eine Richtung an. Und wir sehen, der Flüssigkeitsspiegel bewegt sich in die eine Richtung. Ich muss den Strom in die andere Richtung fließen. Tolle Sache. Wunderbar. Herr Zirkowitsch, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Damit haben wir also das, was wir Ihnen heute zeigen wollten, auch schön zeigen können. Und es bleibt mir noch zu sagen, dass also zu diesem Thema der Kontaktelektrizität, Thermoelektrizität und Ähnlichem es ein Beispiel in den experimentellen Methoden gibt, dann nach den Osterferien, das Sie sicher auch interessieren wird. Und ansonsten, wir haben nur eine Vorlesung.